Wir haben hier 6:45 am Mittwoch. Ich habe an meiner Hand hier die Huawei Watch GT4. Die wird morgen vorgestellt. Morgen geht es nämlich für mich damit auch nach Barcelona. Wir haben die schon vorab bekommen. Ich muss auf jeden Fall mal eine Runde laufen gehen. Und das mache ich jetzt. Die Huawei Watch GT4 ist Huaweis neue günstige Smartwatch. Dabei spart man sich einige Luxusfeatures der etwas teureren Uhren, erweitert den Funktionsumfang aber trotzdem immer weiter. Und damit kann diese Uhr mittlerweile wirklich so viel, aber immer noch nicht alles. Huawei verfolgt bei den Smartwatches mittlerweile das sogenannte Fashion-Forward-Design. Wie der Name schon suggeriert, ist das eine Abkehr von dem eher sportlicheren Design, gerade von der Huawei Watch GT3, und es geht mehr in Richtung Mode und Beauty. Es gibt aber noch drei andere Farbvarianten in der 46mm-Variante. Wir haben ein ganz klassisches Schwarz und Braun mit einem Lederarmband und auch Grün, was so ein etwas nachhaltigeres Armband hat. Die Uhrengehäuse unterscheiden sich dann noch ein bisschen in der Farbe und das Silberne fällt hier ein bisschen aus der Reihe, ist aber auch etwas teurer. Für den etwas eher feminineren Stil gibt es dann noch eine 41mm Variante, die sieht eigentlich komplett anders aus, ist natürlich ein bisschen kleiner und die gibt es dann in drei Farben. Hier verfolgt man so eine Oktagonform, also so ein Achteck, und ich bin wirklich kein Marc Gebauer, aber mich erinnert so ein bisschen an so eine Audemars Piguet Royal Oak, habe ich mal in gewissen Liedern gehört, dass die genannt wurde. Die Verarbeitung liegt dabei natürlich nicht auf Augenhöhe einer absoluten Luxusuhr wie einer Audemars Piguet oder Rolex, aber es ist ungefähr auf einem Niveau von einer Seiko oder etwas ähnlichem. Ich finde, das macht schon richtig was her. Ich kann ja rein gar nichts dran kritisieren. Das neue Armband ist eine ganz coole Option. Da musste ich aber erst ein bisschen mit warm werden und wäre persönlich nicht mein Stil. Die haben wir aber so nun mal zugeschickt bekommen. Das Armband hat den Vorteil, dass es hier so einen Schnellverschluss hat. Das funktioniert richtig gut. Mir war es aber deutlich zu groß eingestellt. Man kann hier aber die einzelnen Glieder einfach relativ leicht rausnehmen. War so ein bisschen Fummelsarbeit, muss ich sagen, aber dann ist es einmal richtig eingestellt und dann ist es gerade, wenn man es irgendwie zum Sport oder zum Duschen oder zum Schlafen abnehmen möchte, schon praktisch, die so schnell auf und wieder zuzubekommen. Ihr müsst sie zum Duschen oder Schwimmen gehen, aber nicht abnehmen, da die Huawei Watch GT4 nach der ATM5-Klassifikation gegen Wasser geschützt ist. Es gibt zudem sogar noch ein IP68-Rating, also doppelter Schutz. Duschen und Schwimmen ist mit der Uhr gar kein Problem. Wir bekommen bei der 46mm Uhr einen 1,43 Zoll großen Durchmesser und eine Auflösung von 466x466 Pixeln, was in der durchschnittlichen Pixeldichte bzw. Bild Schirmschärfe von 326 ppi resultiert. Die gleiche Auflösung gibt es auch in der etwas kleineren 41mm Variante, sodass da die Pixeldichte ein bisschen höher ist mit über 340 ppi. Das macht in der Praxis aber keinen Unterschied. Es ist ein helles, scharfes und kontrastreiches, vor allen Dingen farbintensives AMOLED-Display, was dank der AMOLED-Technik eben auch ein Always-On-Display unterstützt. Das kennt ihr sicherlich mittlerweile. Das sorgt dafür, dass die Uhrzeit wirklich immer angezeigt wird. Der größte Nachteil beim Bildschirm gegenüber der Huawei Watch 4 oder einer aktuellen Apple Watch ist meiner Meinung nach das LTPO-Display, was hier leider fehlt. Das wird es möglich machen, dass die Bildwiederholrate adaptiv nach unten angepasst werden kann, um einfach ein bisschen Strom zu sparen. Das spart man sich hier leider, aber gut, zu dem Preispunkt kann ich das verstehen, ist schon eher ein Luxus-Feature. Es sind direkt 12 Watchfaces vorinstalliert, die ihr auch fast alle selber anpassen könnt. Und da gibt es mittlerweile ein paar mehr Funktionen bzw. Anpassungsmöglichkeiten als früher. Je nach Watchface könnt ihr dabei nicht nur die Funktion der einzelnen Widgets hier bearbeiten, sondern ihr könnt dann zum Beispiel auch den ganzen Stil oder das Farbschema verändern. Das finde ich echt cool. Es gibt im Store dazu aber noch über 10.000 weitere Watchfaces. Da sollte sicherlich für jeden was dabei sein. Ihr könnt die Uhr aber nicht nur über den Touchscreen bedienen, sondern auch über die zwei Funktionstasten. Wir haben hier eine frei belegbare Taste, die standardmäßig mit dem Training belegt wurde. Und wir haben auch die Krone, die mit der GT3, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, bei Huawei eingeführt wurde. Die ist auch hier wieder am Start und ich möchte sie tatsächlich nicht mehr missen. Und die gefällt mir ein bisschen besser als bei Amazfit, wo sie immer etwas locker wirkt, aber so ganz so gut wie bei der Apple Watch, die Digital Crown, ist das hier leider immer noch nicht, aber auf jeden Fall praktisch, um halt schnell irgendwie durch das Menü zu scrollen. Apropos Menü, hier hat sich auch ein bisschen was getan, denn auch wenn Wear OS Smartwatches dank der Galaxy Watch 6 oder der Pixel Watch gerade wirklich eine Renaissance erfahren, haben die etwas eingeschränkteren, restriktiven Betriebssysteme wie zum Beispiel Harmony OS oder Amazfit Zep OS in den letzten Generationen wirklich aufgeholt. So gibt es jetzt hier einen überarbeiteten Launcher. Das erinnert so ein bisschen an das Waben-System von Apple. Es ist jetzt einfach so ein bisschen größer, dass man noch mehr Apps auf einmal sieht. Ich persönlich mag das aber immer noch nicht so und habe das einfach auf die Listenansicht angepasst. Aber das ist nicht die einzige Neuerung. Denn ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, die Karten, so werden sie ja genannt, auf der horizontalen Achse des Betriebssystems ein bisschen mehr anzupassen und mit mehr eigenen Widgets auszustatten. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr von dem Hauptwatchface nach links wischt, dann könnt ihr hier zum Beispiel durch die Aktivitätsringe klicken, durch Herzfrequenz
Kernfrequenzmessung und so weiter und euch da eigene kleine Dashboards anlegen. Auf den ersten Blick hat mich das ein bisschen erschlagen, muss ich sagen, weil es so viele Funktionen sind. Aber wenn man dann ein paar Minuten investiert, kann man sich das wirklich sehr individuell anpassen. Dafür halte ich hier einfach gedrückt und sehe dann schon, entweder ich kann die Karte löschen, eine neue hinzufügen oder hier eben in die Einstellungen gehen und mir diese Widgets hier anpassen. Damit habt ihr noch mehr Funktionen als nur die Widgets auf dem Startbildschirm. Und ja, da sind eigentlich den Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Ich kann mir dann hier zum Beispiel die Hauttemperatur, den SpO2-Wert, Schlaftracking, Schlafdauer, wie auch immer, ganz viele einzelne Apps bzw. einzelne Datensätze anzeigen lassen und so das Dashboard wirklich individuell anpassen und an Health, ein Sport und einen Lifestyle-Dashboard errichten. Insgesamt sind hier bis zu 7 Karten möglich. Das ist möglich, da hier eine etwas bessere Leistung versprochen wird bzw. mehr Multitasking möglich sein soll. Ich bin jetzt hier gerade wirklich vor dem Event. Ihr seht schon, ich habe schon den Maps an. Ich habe noch eine Sache rausgefunden, und zwar gibt es ein neues Multitasking-Feature, also so ein App-Switch, wie man das auch von dem Smartphone kennt. Drückt man zweimal auf die Krone, dann hat man alle bisher geöffneten Apps da angezeigt und kann diese dann schnell löschen durch einfach ein Wischen oder eben schnell zwischen den hin und her wechseln. Multitasking ist bei einer Smartwatch jetzt nicht so mega wichtig, aber doch dann hier mal ganz hilfreich. Es ist das generelle Ziel, wirklich alles mit dieser Uhr machen zu können. Dazu gehört dann zum Beispiel auch Telefonieren. Bluetooth-Telefonate sind möglich, wenn ihr eine aktive Bluetooth-Verbindung zu eurem Smartphone habt. Android- und iOS-Geräte werden dabei natürlich unterstützt. Und Huawei verspricht irgendwie 100 Meter Reichweite. 100 Meter Bluetooth-Reichweite? Davon habe ich sonst noch nie gehört und konnten wir im Test leider auch nicht nachvollziehen. Vielleicht ist es gemeint auf freier Fläche, wenn ihr draußen auf einer grünen Wiese unterwegs seid und mit euren Freunden telefonieren wollt. Wenn ihr hier in einem Büro seid wie wir und mal eben einen Call annehmen wollt, dann sind es vielleicht 10 Meter und wenn da zwei Wände dazwischen sind, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber ihr könnt alternativ auch Benachrichtigungen euch anzeigen lassen und darauf antworten. Das geht nicht mit iOS-Geräten, aber eben mit Android- bzw. EMUI-Geräten. Und ja, bevor ihr es fragt, Emojis werden bei Benachrichtigungen angezeigt. Nice. Was mir dann aber auffällt, wenn man zum Beispiel hier unterwegs ist und sich was kaufen möchte, wie ein Wässerchen vor dem Flug, dann kann man mit der Uhr aber nicht bezahlen. Das ist so ein Problem, gerade im Vergleich zu einer Samsung oder Apple Watch natürlich, aber auch zur neuen Amazfit Balance, die das mittlerweile kann mit ZPay. Das ist ein bisschen schade. Fokus steht aber trotzdem das Health Tracking. Und was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Watch GT 4 den neueren, besseren Herzfrequenzsensor von Huawei bekommt. Huawei TrueScene 5.5 anstatt 5.0. Und da merkt ihr vielleicht schon, es ist nicht so eine krasse Weiterentwicklung. Es wird aber einfach eine etwas bessere Messung versprochen als bei der teuren Watch 4. Dazu gehört eine permanente Herzfrequenzmessung, Stressmessung und SpO2-Messung. Und da das permanent ist, ist es ganz praktisch, da man sich so Benachrichtigungen schicken lassen kann, wenn es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, die Uhr da in der Messung entdeckt. Ihr könnt als Frau natürlich auch euren Zyklus tracken oder auch euren Schlaf tracken. Auch das wurde verbessert und da gibt es jetzt ein, zwei neue Funktionen. Ganz kurios ist dabei das Aufzeichnen der Schlafgeräusche. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ihr könnt in der App aber einfach quasi eine Aufnahme starten. Dann analysiert die App die ganze Aufnahme, kann erkennen, wo da vielleicht jemand was geredet hat, im Schlaf irgendwie oder geschnarcht hat und erstellt euch dann einzelne Clips, die ihr euch dann anhören könnt. Das kann dann zum Beispiel Hinweise geben auf eine Schlafapnoe oder sowas. Es ist natürlich vielleicht schon ganz lustig, wenn man sich irgendwie mit seinem Partner streiten möchte, wer denn dann nachts wirklich schnarcht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man das anscheinend immer manuell starten muss. Das würde ich dann oft vergessen. Aber dafür ist es ganz cool, dass es da auch so Einschlafklänge gibt. Da ist dann so eine integrierte White Noise Sound Library mit integriert. Da gibt es sicherlich auch einige Apps sowieso schon in eurem App Store, auch gratis oder in einem Abo-Modell, wo ihr das ebenfalls machen könnt. Da hat die Uhr eigentlich nichts mit zu tun. Außer natürlich, dass sie euren Schlaf misst und das ziemlich akkurat, wie ich finde. Also in der letzten Nacht genau die 6 Stunden Schlaf, die ich hatte, wurden da aufgezeichnet. Genau mit meiner Aufstehzeit und auch mit einer ziemlich akkuraten Einschätzung meiner Einschlafzeit, soweit ich das eben nachvollziehen kann. Neu sind auch die Aktivitätsringe, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Aber neu sind diese definitiv nicht, denn jeder, der schon mal eine Apple Watch gesehen hat, hat auch das Ringmodell von denen gesehen. Das hat man hier ganz deutlich kopiert. Da sind Huawei auch nicht die ersten mit. Das kennt man zum Beispiel auch so von Xiaomi. Es ist aber auch nicht schlecht, weil ich muss sagen, ich finde, das ist eine ganz coole Gamification von Health- und Gesundheitstracking. Gerade auch, weil Huawei hier immer wieder Reminder schickt und zum Beispiel auch Medaillen animiert, wenn ihr bestimmte Ziele erreicht habt, wie euer Schrittziel am Tag, dass man hier dann eine kleine Benachrichtigung bekommt, mit so einem kleinen Feuerwerk und so weiter. Das ist alles ziemlich cool. So motivieren oder demotivieren kann auch die neue Stay Fit App. Das ist eine Art smarter Kalorienzähler und ich finde das ein relativ schwieriges Thema, auch wenn man sagen muss, dass das natürlich auch theoretisch über eine Drittanbieter-App gelöst werden kann, aber man kann über
diese App seine Kalorieneinnahme nachvollziehen. Gerade in Kombination mit den sonstigen Daten, die die Uhr so sammelt, kann man dann wohl einen eigenen Gewichtszunahme- oder Abnahmeplan erstellen lassen und auch nachvollziehen, ob man vielleicht ein Kaloriendefizit hat oder einen Kalorienüberschuss. Ich persönlich finde das super schwer und das sollte vielleicht nicht unbedingt von einer Uhr gemacht werden, sondern vielleicht von einem Arzt oder Ernährungsberater. Ist ein sehr heikles Thema. Noch habe ich diese Funktion auf der Uhr aber nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob die per Update kommt oder ob es vielleicht ein Android- oder iOS-Thema ist. Wovon ich großer Fan bin, ist die verbesserte GNSS-Standortbestimmung, also das verbesserte GPS-Tracking. Man hat ja auch Dual-GPS drin und ich konnte in meiner Laufeinheit heute Morgen feststellen, dass es genauso gut wie bei der Apple Watch ist, was mich echt sehr positiv überrascht hat. Das sind wir aber von Huawei gewohnt. Was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, vor dem Laufen gehen kommt der GPS-Fix, das heißt, wie schnell die Position bestimmt wurde und das geht auf jeden Fall schon mal ziemlich fix. Und dieser automatische Trainer ist dabei, der über einen Lautsprecher, der zum Beispiel sagt, wie schnell du gerade bist. Da habe ich mich kurz erschreckt mit Kopfhörern, dass ich sage, wer redet hier? Aber das muss man, also das stelle ich immer aus, wenn euch das hilft, könnt ihr das natürlich anlassen. Durch die Verbesserung der Antennen hier hat man bis zu eine 30% höhere Genauigkeit und ich habe nur eine 10 Meter Abweichung zur Apple Watch. Und das ist dann einfach, glaube ich, viel besser geht's nicht. Bis auf die Pace, die ist ein bisschen anders, denn die automatische Trainingserkennung bzw. die automatische Erkennung von Pausen hat hier jetzt nicht funktioniert. Entweder habe ich die Einstellung noch nicht gefunden oder das kommt noch per Update oder so. Aber das hat mich ein bisschen genervt. Hier hatte ich ein paar Minuten mehr drauf tatsächlich. Aber an sich ein wirklich sehr gutes und sehr präzises Sporttracking. Aber nicht nur fürs Joggen, sondern auch für über 100 andere Sportmodi. Und neu mit dabei sind Fußball und auch Paddle. Ich glaube, das ist Pickleball, oder? Das ist wirklich die neue Trendsportart anscheinend. Ein 524 mAh Akku soll hier für eine Laufzeit von 14 Tagen sorgen. Und ich habe sie noch keine 14 Tage, wie gesagt, wir haben sie kurz vorab der Veröffentlichung bekommen. Das ist jetzt ein erstes Hands-on. Ich kann mir aber vorstellen, dass das hinhaut, denn als ich sie angelegt habe, hatte sie 77%, am nächsten Morgen dann 75%, also nur so circa 2% in der Nacht verbraucht. Nach einer GPS-Einheit von 45 Minuten waren es dann 10% weniger, also je nachdem, was ihr damit macht, wie oft ihr Sport macht und ob ihr das Always-On-Display nutzt, sind glaube ich 12 bis 14 Tage realistisch. Bei der kleineren Uhr, bei der 41 mm Variante, sind es allerdings nur 7 Tage Nutzung. Geladen wird dann über das mitgelieferte Magnetladekabel. Ich habe heute Morgen spontan gepackt und habe überlegt, muss ich mein Ladegerät mitnehmen? Ich gucke hier drauf und sehe, wir haben noch 55% Akku. Gestern waren es noch 60, also wieder über Nacht wenig verbraucht. Und ich weiß, ey, ich komme morgen wieder, ich muss mein Ladegerät auf gar keinen Fall mitnehmen. Ich kann sogar das ganze Wochenende weg sein und brauche das nicht, weil wir hier gerade so einen Unterschied haben zu einer Apple Watch oder so, die vielleicht mal 2 Tage durchhält. Hier sind es dann eher 2 Wochen. 349 Euro kostet diese Uhr, die ihr gerade an meinem Arm seht. Aber nur, wenn ihr euch für diese graue Edelstahl-Variante entscheidet. Wenn euch auch das braune Lederarmband gefällt, dann könnt ihr die Uhr für 249 Euro bekommen. Und damit hat sie einen ziemlich interessanten Preispunkt. Denn für 250 Euro ist sie nicht nur günstiger als die Huawei Watch 4, sondern auch als eine Apple Watch, Galaxy Watch oder Pixel Watch. Dafür bietet sie die deutlich bessere Laufzeit und ähnlich viele Funktionen, hat aber eben nicht diesen offenen App Store. Und wenn ihr den nicht braucht, dann ist das einfach eine grundsätzlich interessante Art von einer Smartwatch, die ich am ehesten mit der Amazfit Balance vergleichen würde, die ähnlich viel kostet. Wenn ihr euch da ein Vergleichsvideo wünscht, ich glaube, das könnte sich anbieten, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch auch noch einen Langzeittest dazu wünscht, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Auf den ersten Blick kann ich sagen, das ist wirklich einfach eine gute Smartwatch und das, was sie macht, macht sie ziemlich gut. Wenn ihr noch ein bisschen wartet, wird sie ein bisschen günstiger und wenn ihr direkt zuschlägt, kriegt ihr, glaube ich, gerade noch gratis Kopfhörer dazu. Aber einen Link zum Artikel mit dem Kauflink findet ihr in der Videobeschreibung und lasst mich gerne wissen, was ihr von der Watch GT 4 haltet, ob ihr vielleicht einen der Vorgänger benutzt oder auf welche Uhr ihr eure Augen gelegt habt. Das war's von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!